Update. Ich habe jetzt gerade Hula Hoop geschwungen in meinem Pullover. Habe ich gemerkt, mir ist hier sehr, sehr warm. Also habe ich jetzt meine Sportsachen angezogen und werde jetzt gleich zwei Tanzvideos abfilmen von Mad Fit. Muss erstmal welche raussuchen und dann stelle ich sie demnächst online. Klar mache ich Sport für mich und ich möchte ja auch für mich fit sein und habe die Ernährung umgestellt. Nur wenn ich so Tanzvideos ranstelle, ich freue mich wirklich über Feedback. Also ob ihr mir jetzt schreibt oder kommentiert oder liked, würde mich echt freuen. Ihr wisst ja, dass ich nicht um Likes bettel. Also ich würde never sagen, ihr müsst mir folgen, ihr müsst meine Bilder liken. Aber ich würde mich wirklich freuen, weil da ist echt so viel Arbeit und Mühe dran. Auch wenn es nicht so aussieht, wenn ich nicht professionell bin, aber ich bemühe mich da wirklich, dass die Videos gut werden. Irgendwie geht leider wieder nur eine Sequenz bei Instagram, really. Ey, es kotzt mich an, wirklich. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, wenn ihr mich mögt, dann könnt ihr gerne meine Videos und meine Bilder liken, weil bei mir ist es so, wenn ich Leute mag und denen gerne folge und sie sympathisch finde und auch Leuten, denen ich nicht folge und ich finde Bilder schön oder Videos, dann like ich das. Das tut ja nicht weh. Ihr wisst, ich bettel nicht darum, aber es würde mich wirklich freuen, weil manchmal denke ich mir so ein paar Bilder, wo ich denke, okay, warum kommt es jetzt nicht so gut an? Irgendwie macht man sich schon irgendwie die Gedanken, obwohl ich mir früher nicht so die Gedanken gemacht habe, muss ich ehrlich gestehen. Und auch bei TikTok so, ne? Ich habe ja erst angefangen, dann denke ich halt so, ja, irgendwie wenig Likes. Ich meine, ihr wisst ja, mir sind die Likes scheißegal, es muss mir Spaß machen. Nur, also mir macht Instagram wirklich mehr Spaß, weil ich so eine Laberbacke bin und so viel über mein Leben euch preisgebe und einfach gerne über irgendwelche Themen schwätze. Und ihr wisst ja, wenn euch was nicht interessiert, ihr müsst es nicht anschauen. Und wenn euch was interessiert, was euch interessiert, könnt ihr mir gerne schreiben. Hochmotiviert Sport zu machen. Ich habe ja gerade eben 20 Minuten schon. Ihr seht ja, deswegen bin ich rot wie eine Tomate übrigens. Ich habe ja gerade eben Dings gemacht, Hula Hoop geschwungen. Und jetzt wollte ich eben zwei Videos raussuchen. Habe ich ja schon erzählt. Ich wiederhole mich wieder zigtausend Mal. Ist echt schlimm, weil bei der Arbeit habe ich auch manchmal so Leute am Telefon, wo man sich mehrmals wiederholen muss. Und das nehme ich von der Arbeit so extrem. Entweder ich bin einfach so von meiner Art, von Natur aus, oder ich habe es von der Arbeit übernommen. Aber ist ja auch letztendlich egal, wen es stört. Ihr wisst ja. Letztendlich. Was mir noch wichtig ist, diejenigen, die mir halt nicht folgen und meine Storys ständig schauen, da werde ich auch die Storys verbergen, dass ihr Bescheid wisst, weil ich sehe es halt nicht ein, dass irgendwelche Leute, sage ich mal, meine Storys ständig schauen und mir nicht folgen. Weil dann denke ich mir meinen Teil. Entweder ihr mögt mich und folgt mir dann oder ihr lasst es sein, aber dann braucht ihr meine Storys nicht schauen. Habe ich schon zigtausend Mal gesagt. Ich habe gedacht, ich sag's einfach nochmal und ich freue mich nachher auf meinen Schinken-Käse-Croissant, was ich noch da habe. Und jetzt einen schönen Abend, das war das Wort zum Montag. Ne, in 12 Minuten kommt einfach Bauersucht Frau und ich möchte es mir reinziehen, aber ich werde es tatsächlich, wie gesagt, das Video abdrehen. Ja, und übrigens, meine Haare lagen vorher nicht so gut, aber jetzt liegen sie auch nicht so perfekt. Irgendwie wollen die nicht so liegen in dem Zopf, egal. Also ihr Lieben, das war's jetzt. Mir fällt ja immer ein Thema ein. Oh mein Gott, ich muss die Bachelorette mir reinziehen, die Home Dates, beziehungsweise was für Home Dates, also die Family Dates nenne ich sie jetzt einfach mal. Bin so gespannt. Sarah hat schon weitergeschaut. Ich habe noch nicht die Folge gesehen, aber die ziehe ich mir nachher rein. Wahrscheinlich auf dem Laptop oder am Handy über den Fernseher mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich muss mir diesen Fire TV-Stick holen. Erste Weltprobleme. Ihr wisst ja, was ich immer dazu sage. Nee, aber ich überlege es mir noch, weil nur wegen TV Now diesen Stick holen. Erstmal muss ich gucken, was der Spaß kostet. Ja, und dann mal gucken, ne? Und ich muss eigentlich auch die Wohnung mal wieder ein bisschen ordentlich machen. Ich habe dieses Wochenende tatsächlich, was jetzt war, das letzte, nicht aufgeräumt. Aber ist auch nicht schlimm, ich wohne ja allein. Also, ciao.